glaube ich, geht's los. Die Sekunden werden da von Markus Ernstberger, dem Moderator vor Ort, bereits heruntergezählt. Der Martin also mit der Startflagge. Und ganz wichtig für die Zuseher auch zu Hause, es ist jetzt ein neutraler Start, die ersten Kilometer. Also es wird da nicht angegriffen, auch aus Sicherheitsgründen. Und da wird jetzt durch das Ortszentrum der Wintersport, aber wie wir erwähnt haben, auch der Radsport sehr, sehr freundlichen Region Arlberg, St. Anton am Arlberg gefahren. Ja, das hat natürlich schon seinen Grund, dass man jetzt neutralisiert, also ins Rennen geht, weil es ja relativ jetzt bergab geht. Vorhin hat mich eben unser Moderationskollege, der dann eben das Rennen live kommentieren wird, gefragt, warum macht man das, dass man von oben nach unten startet. Das ist logisch, das hat natürlich einen touristischen Sinn. St. Anton will natürlich im Bild sein und auch bei der Tour de Suisse war es zuletzt so, dass man da von relativ hohen Punkten neutralisiert runtergefahren ist und dann wird irgendwo, wo es passt, dann einfach das Rennen freigegeben. Man fährt jetzt da vorbei am Welcome Center von St. Anton am Arlberg, das was übrigens das Pressezentrum war bei der Skiweltmeisterschaft 2001, wo ja der Mario Matt damals am letzten Tag vor 50.000 Fans noch vor Benny Reich gewonnen hat. Georg, wenn du dich jetzt zurückerinnerst an deine Tage als Radrennfahrer, da wird natürlich noch geplaudert. Wie schaut so ein Morgen aus vor 150 Kilometer? Das ist natürlich unterschiedlich, aber wie war das bei dir? Ja, mit den Jahren wird es natürlich ein bisschen eine Routine und das hängt immer natürlich auch davon ab, was hat man bei dem jeweiligen Rennen gerade vor. Und einfach dann auch im Kopf das eine oder andere Rennszenario durchdenken, wo könnte meine Chance suchen und auch finden. Und das ist eigentlich das, was man sich im Vorfeld an dem Morgen sich vornimmt und dann eben der Start. Und jetzt halt in der Neutralisation ist man dann eigentlich schon fokussiert und konzentriert, weil oft die Rennen sehr, sehr schnell losgehen. Bist du einer, Georg, der den Radsport im Allgemeinen verfolgt, sprich auch Downhill, darf man Walle Höll nicht vergessen, der Superstar im Allgemeinen, oder bist du schon fokussiert auf den Rennradstraßensport? Also da muss ich schon eingestehen, da bin ich schon aufs Straßenrad ein bisschen fixiert. Natürlich, die Mountainbike-Erfolge kriegt man natürlich schon mit und ich schaue mir das auch gern an. Aber bin jetzt halt nicht so im Detail drinnen, dass ich mich da jetzt halt irgendwie als Experte bezeichnen könnte. Wie ist das bei deinen Kindern? Weil das merke ich gerade, dass ganz, ganz viele eben auch in Richtung des Downhill-Sports, vor allem die Jungen, gehen. Ja, also bei meinen Kindern hat es das eigentlich noch nicht so gegeben. Die sind jetzt halt auch schon ein bisschen größer und die konzentrieren sich. Also einer von meinen Jungs tut selber ein bisschen Radl fahren. Rennrad? Ein bisschen Rennrad, ja. Und sein Bruder ist im Fußball und die Tochter schaut, dass die Jungs es richtig machen. Die Emma. Das heißt, der könnte vielleicht in die Fußstapfen von dir auch gehen? Jetzt lass mal einmal trainieren und dann schauen wir weiter. Er ist schon 18, ja. Aber hat vorher Fußball gespielt und ist sehr, sehr motiviert. Und da komme ich wieder zurück auf unseren vorigen Interviewpartner, der Marco Schrettl, ist ein Trainingskollege und deshalb halte ich heute Marco ganz besonders die Daumen. Einen wunderschönen Vormittag, 10.47 Uhr ist es und das ist das Ende der Neutralisationsphase bei dieser zweiten Etappe im Rahmen der 72. Tour of Austria. Und wie zu erwarten, kann es gleich zu Beginn so sein, dass hier eben versucht wird auszureißen. An meiner Seite heute darf ich begrüßen, zum zweiten Mal natürlich für Sie, einen schönen Vormittag, Sarah Reikes. Auch von mir einen wunderschönen Vormittag und ich freue mich heute auf die heutige Etappe. Ich glaube, es wird spannend, so wie gestern. Und es gibt viele Szenarien, die wir natürlich hier durchbesprechen können und müssen. 159 Kilometer, 158,8 sind es, um ganz präzise zu sein, ab Beginn dieser neutralisierten Phase. Und es sind 1803 Höhenmeter zu absolvieren. Und wie auch gestern, Sarah, beginnt das Ganze relativ früh mit vielleicht den ersten Ausreißversuchen und die österreichischen Teams probieren es gleich wieder von vorne. Ja, ich glaube, man hat gestern gesehen, es war ja dann doch von Erfolg gekrönt und wir haben bei dem Spitzenquartett drei Fahrer von österreichischen Teams reinbringen können und natürlich, die Fahrer sind heute wieder heiß, heute wahrscheinlich noch mehr die Tiroler, es ist eher eine Heimetappe mit Ziel in Innsbruck, ich glaube, ja, jeder will sich da vorne präsentieren.
Es sind 129 Fahrer mit dabei im Gesamtklassement. Das war die Zahl, die auch gestern an den Start gegangen ist. Und ganz kurz, bevor wir natürlich hier die ersten Ausreißer schon ankommentieren und besprechen können, Sarah, noch einmal der Rückblick auf gestern, die Etappe Dornbirn-Dornbirn. Wie war der gesamte Rennverlauf? Der Rennverlauf ähnlich zu heute. Es wurde von Beginn auf an extrem großes Tempo gefahren, hohes Tempo. Es konnte sich dann schon bei ungefähr 10 Kilometern des Rennens ein Quartett absetzen mit, wie gesagt, drei Fahrern von österreichischen Teams dabei. Die haben das Rennen sehr gut und aktiv mitgestaltet und mussten dann leider natürlich, wie dann hinten sich UAE eingereiht hat, für den Pascal Ackermann, der ja da einen Sieg auf Ansage hinlegen wollte, mussten sie leider dem Tribut zollen, aber eben wie ein Felix Ritzinger, der auch zum aktivsten Fahrer des Tages gekrönt wurde, der hat da wirklich eine tolle Show abgeliefert und ich glaube, die österreichischen Conti-Teams, die ja so viel Arbeit da in die Organisation reingesteckt haben, können da wirklich, wirklich stolz sein und haben sie auf jeden Fall gestern schon mal beim Start, beim Restart extrem toll präsentiert. Es gibt heute im Rahmen dieser zweiten Etappe bei der Tour of Austria drei Sprintwertungen. Die erste werden wir nach 24,8 Kilometer in Zams sehen. 4, 2 und 1 Punkte für die Top 3 Sprinter, die dort ankommen. Die nächste dann nach 85 Kilometer in Zirdl. Dann geht es zur ersten Bergwertung, zu den ersten Bergpunkten in Axams zum ersten Mal nach 93,8 Kilometer. Nach 114,7 gibt es die dritte und vorletzte Sprintwertung des Tages in Götzens und dann die zweite und vorletzte Bergwertung. Gibt es noch einmal in Axams nach 129 Kilometer und zielt dann im Kongress in Innsbruck. Und Sarah, es passiert eben genau das, was eben ein bisschen zu erwarten war. Noch kleine einzelne Ausreißer, aber teammäßig, was meinst du, wird sich da schon jemand zu Beginn zusammenschließen oder werden das einzelne Versuche bleiben? Ich glaube, dass vor allem die österreichischen Conti-Teams extrem erpicht darauf sind, dass sie da heute wieder einen Fahrer in die Spitzengruppe bringen. Es ist einerseits taktisch total toll und cool, wenn man da so ein bisschen eine Relaisstation vorne hat, aber natürlich auch werbemäßig für die heimischen Teams eine extrem große Bühne, die ihnen da geboten wird. Und wir sehen, ich meine, 75 km/h, da muss man mal probieren, überhaupt wegzufahren. Also das Tempo liegt extrem hoch und der Kampf ist echt entbrannt. 158,8 Kilometer sind es insgesamt. Im roten Trikot Pascal Ackermann, der 29-jährige Deutsche vom UAE Emirates Team. Stinus Kempe übrigens trägt für das Grazer Team, für WSA KTM Graz, powered by Leomo, das Bergtrikot. Und das ist natürlich auch gestern für die Grazer, Sarah, schon ein kleiner Vorerfolg gewesen, dieses Trikot in die zweite Etappe mitzunehmen. Natürlich, wenn man da nach der Etappe auf die Bühne gerufen wird und da eben ein Trikot, ein Wertungstrikot überstreifen darf, das ist natürlich ja eben die ganz große Bühne, die einem da zur Verfügung gestellt wird. Und ich glaube natürlich, wollen sie probieren, heute auch wieder ein paar Punkte zu sammeln und vielleicht das Trikot sogar zu verteidigen. 2 Minuten und 50 ist der aktuelle Vorsprung, 85 Kilometer sind es noch bis ins Ziel und da warten eben noch der Großteil der Höhenmeter, fast 1800 Meter, die es noch nach oben geht und dann auch wieder nach unten gefahren werden bis zum Ziel beim Kongress in Innsbruck, was circa in 1/3 Stunde in etwa der Fall sein wird. Es ist eben noch nicht das ganz große Tempo, das hinten gefahren wird bzw. gefahren werden muss. Von dem her ist es noch eine ambitionierte, moderierte Trainingsfahrt, die hier geleistet wird aus dem Peloton heraus. Aber irgendwann in den Anstiegen wird etwas gefahren. Und die schauen wir uns jetzt einmal ganz genau an. Denn in Kürze wird es hier die erste Verpflegungsstelle geben im Bereich von der Gemeinde Zifres bei 91,92 Kilometer. Und da gibt es auch wieder eine sehr interessante Regel, die werden wir uns gleich einmal anschauen, wenn es dann soweit ist. Man kann nicht einfach hier die Flasche irgendwo wegwerfen, wo man will. Genau, das ist jetzt neu und auch total verständlich. Umweltschutz ist in aller Munde. Und zwar im Idealfall wirft man die Flasche eben in diesem Buffet weg, wie das heißt, also dort, wo die Betreuer stehen. Und gleich anschließend gibt es halt die Waste Zone, wo man dann auch wirklich seine ganzen Papierlen von Riegel, von Gels wegschmeißen kann. Was auch nur ein bisschen mit so, ja, zwischen den Fingern durchgesehen wird, dass wenn man eine Flasche wegwirft, wirklich dorthin, wo Leute stehen. Eine leere Flasche natürlich. Dass sie Fans natürlich, das sind immer sehr begehrte Souvenirs, die sich da Fans und vor allem Kinder wirklich sehr gerne aufheben als Andenken daran. Und, aber es ist eben wichtig, dass die Flaschen nicht einfach irgendwo in der Natur landen. Und mit der 166 Christian Koch aus Deutschland für das Team Lotto Kernhaus, ein Kontinentalteam, der tut sich allmählich ein bisschen schwer. Also entweder hat es da jetzt ein kleines Problem gegeben, weil das schaut schon kämpferisch aus, als ob er zurück will in diese Gruppe noch einmal. Also ich glaube, da war eher eine kleine Sache, weil so ganz platt, er schaut schon ein bisschen, spürt er das Rennen, glaube ich, schon in den Beinen, aber er will doch wieder zurück schnell in die Gruppe.
Ja, genau, das deutsche Conti-Team, das ja halt doch auch auf Simplon-Rädern unterwegs ist, so wie unser österreichisches Team Felbermeier, Simplon Wels. Die wollen sich natürlich da auch vor allem gestern, der Sitz von Simplon ist ja in Vorarlberg, gut präsentieren. Es hat jetzt da wieder ganz flott ausgeschaut, wie er doch die Lücke fast geschlossen hat, aber natürlich, so ein Rennen, das fordert schon einiges von den Fahrern. Wir haben diesen extrem schnellen Beginn gehabt. Das ist zwar bergab gegangen, aber wenn ich da trotzdem die ganze Zeit 80, 90 km/h fahren muss, das muss ich mal da treten. Also das geht dann schon mehr über die Trittfrequenz als wie wirklich um Watt. Und das zehrt einfach. Die Gruppe wird sich noch einmal anschließen. Der ganzen Sache, Maximilian Kabersee noch einmal im Bild, hat sich die 8 Punkte holen können. Und auch in dieser Zone ist es jetzt eben erlaubt, hier Littering, also beziehungsweise sich zu entwenden von den jeweiligen Gels, von den Getränken. Und dann wird das eben in einer gewissen Zone aufgesammelt. Und da ist es natürlich alles okay, denn hier ist wieder, wo wir zuvor in etwa die Bergwertung schon fast gesehen haben, wieder fast oben angekommen auf diesem zweithöchsten Punkt der Strecke und auf diesem höchsten Punkt der Strecke auf den letzten Metern. Und eines ist sehr, sehr schön zu sehen, Sarah. Es ist nicht nur ein toller Tag, sondern auf der Strecke stehen richtig viele Fans und Schilder und genauso. So soll natürlich auch ein Rundfahrt-Feeling entstehen. Ja, genau. Der Rundfahrt und das Feeling dazu kann eigentlich auch nur über die Zuschauer entstehen. Und das ist einfach auch, was die Fahrer extrem motiviert. Nicht nur, dass sie daheim fahren, dass sie sich vor heimischem Publikum auch jetzt hier auf K19 oder auf Servus TV online präsentieren können, sondern vor allem live, dass Leute an der Strecke stehen, ihnen zujubeln, ihnen den Namen rufen, Schilder haben. Also das ist wirklich, das erzeugt Gänsehautmomente, selbst beim Fahren. Die letzten Meter, bevor der höchste Punkt wieder in Axams kommt, da sind dann in Kürze 111,4 Kilometer absolviert und es ist eine 3-Mann-Spitzengruppe geworden. Also in diesen letzten 250 Höhenmeter bzw. nur 4 Kilometern hat sich etwas getan und ein Fahrer aus österreichischer Sicht ist mit Maximilian Kabas noch mit dabei und für das Team Felbermeier Simplon Wels Michael Kurkle auch noch mit dabei. Und das ist aus österreichischer Sicht gerade eine schöne Sache. Der Tscheche Adam Tupalik auch noch mit dabei. Und wir sehen es dahinter, wie schnell es gehen kann. Die Lücken 10, 15, 20 Sekunden tun sich hier relativ schnell auf. Und das ist jetzt die zweite große Wende in diesem Rennen. Der 28-jährige Michael Kurkle für das Team Felbermeier Simplon Wels aus der Tschechischen Republik wechselt sich hier eben gemeinsam momentan mit Maximilian Kabas ab und mit der Nummer 136 vom Elkhof Kasper Continental Team Adam Tupolik. Das ist die 3-Mann-Spitze momentan auf dieser zweiten Etappe. Das Peloton kommt da derzeit noch nicht, aber bewusst natürlich nicht näher heran nach 2 Stunden und 26 Fahrzeit. Die Frage wird sein, wann jemand etwas übernehmen will. Ja, das Emirates-Team wird natürlich ein bisschen abwarten in der ganzen Sache. Die Grenadiers von Ineos auch ein bisschen abwartend. Vielleicht auch eher die Möglichkeit, wieder für die Welser zum Beispiel von hinten raus ein bisschen etwas machen zu wollen. Aber die haben natürlich auch vorne einen Fahrer, wo man das Gefühl hat, da kann sich noch was tun Richtung Etappe. Und jetzt schmilzt das Ganze. Eine Minute auf die Verfolger, aber das wissen, glaube ich, Sarah, das wissen diese drei Fahrer seit Kilometern, dass das Peloton wieder herankommen kann und wird. Die Frage wird sein, schaffen sie es jetzt noch bis ganz oben, diese 4 Kilometer Anstieg, beziehungsweise auch das Flachstück, das es davor noch zu bewältigen gibt. Geht's hinein nach Birgitz. Wir sehen es gerade für das Hauptfeld. Zum Teil noch 131 Kilometer sind fertig gefahren. Auch da noch um die 27,6 nun zu absolvieren. Und jetzt, Sarah, jetzt wird das Tempo wirklich erhöht. Ja, genau. Jetzt geht es wirklich in die heiße Phase der Etappe. Also wir finden uns ja weniger als 30 Kilometer vorm Ziel. Auch ein Anführungszeichen relativ einfacher Kilometer. Also jetzt geht es nur mehr runter auf unsere Highspeed-Abfahrt, bei der ja die Fahrer wirklich Geschwindigkeiten über 100 Kilometer oder km/h erreichen. Und dann geht es rein nach Innsbruck, sicher nur ein bisschen ja, winkelig, kurvig. Ich habe mir die letzten 5 Kilometer angeschaut. Das ist auch noch mal relativ kurz vor dem Ziel, also weniger wie einen Kilometer davor, eine richtige Haarnadelkurve. Also sie fahren dann noch über den Inn drüber, bevor es dann auf die lange Zielgerade vor dem Kongresscenter in Innsbruck geht. Knapp 3 Stunden sind absolviert hier auf dieser zweiten Etappe bei der Tour of Austria. Viele, die natürlich hier im Hauptfeld mit drinnen sind, blicken zum Teil schon in den Köpfen nach vorne, schauen, dass sie jetzt gut mit dem Hauptfeld ins Ziel kommen. Denn morgen geht es in ein, beziehungsweise heute am Abend noch für die Fahrer nach Osttirol. Start morgen in Siljan, dann wieder zu ähnlicher Zeit wie heute bei dieser dritten Etappe um 10 Uhr. Geht's los, glaube ich, mit der Sendung um 11 Uhr, dann mit der Neutralisationsphase in Siljan am Marktplatz, dann die Sprintwertungen in Lienz, in Mörtschach und die Bergwertungen am Iselsberg, am Hochtor, am Fuschertördel und das Ziel dann morgen dann gegen ca. 14.30 bis 15 Uhr in St. Johann Alpendorf
148 Kilometer. Die Etappe morgen dann etwas völlig anderes als die heutige. In Kürze ist man da wieder fast gemeinsam mit über 100 Fahrern mit dabei. 129 sind es in diesem Rennen in 5 Etappen bei der Tour of Austria. Keiner, der gestern noch ausgeschieden ist. Heute haben wir auch noch keine Information bekommen, von dem wir können wir jetzt eines auch aus unserer Position einmal sagen. Sarah, Gratulation an die Ausreißer. Sie haben es weit geschafft. Punkte haben sie sich holen können oder eben auch den anderen Teams wegnehmen können. Genau, um das geht es ja auch, dass man, okay, sie haben heute vielleicht noch nichts, das Trikot sichern können, aber wir haben ja nur ein paar Tage und wenn man vielleicht es da wieder in die Ausreißergruppe schafft, kann es ja sein, dass man da vielleicht auch noch auf seinem Polster bereits ein bisschen aufbauen kann. Jetzt sind ja alle zeitgleich quasi gestern reingekommen. Pascal hat nur diese 10 Sekunden Bonus bekommen. Also daher bleibt es natürlich von dem Trikot her wirklich doch sehr spannend. Das sind immer so wieder kurze Stellen, wo ich mir selbst auch denke, boah, kann gefährlich werden. Aber die Fahrer warnen sich natürlich mit den Handzeichen schon und weichen dann links oder rechts in dieser ganzen Sache aus. Und damit sind wir einmal in Innsbruck direkt angelangt. Man hat sie am Ortsschild gerade gesehen. Es geht zurück hier in die letzten Kilometer. Und jetzt wird, glaube ich, von den nächsten Seiten schön langsam attackiert werden. Links und rechts formieren sich hier die Züge. Vorne macht Alpecin de Koenig einmal das Tempo im richtig schnellen Gang. Also man sieht jetzt wirklich, wie das Tempo ist, innerhalb von wenigen 100 Metern da nochmal mehr in die Höhe geschnellt wird. Natürlich, jedes Team will vorne sein. Die sporen sich so gegenseitig an. Dann gibt sich das ganze Straßenmobiliar, das da doch immer wieder ein bisschen eine Gefahrensituation birgt. Und Fahrer wollen vorne fahren. Vorne ist das Sturzrisiko doch vermindert. Wie du sagst, es wird zwar angezeigt, aber im Eifer des Gefechts, ja, ist leider so eine Straßenkante schneller übersehen als gedacht und es kann zu einer brenzlichen Situation kommen. Das heißt, vor allem die Teams mit den Sprintern wollen jetzt vorne sein und ihren Sprinter aus allen möglichen Problemen raushalten. Und man hat gut gesehen im Kreisverkehr, wie auch das Konzept ein bisschen von den jeweiligen Mannschaften durcheinander gebracht wird. Man muss sich ganz kurz immer nach dem Kreisverkehr neu orientieren. Wo ist mein Hauptfahrer? Wie sieht's aus? Links im Bild übrigens, wir haben es gerade gesehen, das ist der Flughafen hier in Innsbruck. Das heißt, zu diesem Zeitpunkt noch 7,4 Kilometer insgesamt zu absolvieren. Tobias Bayer, und das ist erfreulich aus österreichischer Sicht, in super Position momentan, um A, sein Trikot halten zu können und um B, vielleicht sogar noch ein bisschen etwas mittun zu können. Klar, da wird natürlich für seinen Teamkollegen wahrscheinlich angefahren werden. Das dürfte heute Gianni Vermeesch sein, der Belgier. Und auf der anderen Seite Jaco Alula, wo auch Pöstlberger für seine Sprinter ein bisschen Arbeit leisten muss. Genau, wir sehen es jetzt auch schön, ein Polizist, der in der Mitte mit einer Fahne steht, hat ein kleines Pfeifferl im Mund. Also es gibt nicht nur optische, sondern auch akustische Signale, auf die die Fahrer auf eine Gefahr hingewiesen werden. Es ist quasi, dass der sportliche Leiter, der hat ja auch diese ganzen Gefahrensituationen auf Papier, das ist auch die Fahrer nur mehr darauf hinweist, aber natürlich, oft muss man schnell reagieren und zum Glück geht jetzt bis jetzt einmal alles gut. Es ist die zweite Etappe in der Tour of Austria in dieser 72. Austragung. Auch links hier, Team Felbermayr aus Simplon Wales, Rinkhoff at Varix, haben einen kleinen Zug aufgebaut in den grünen Trikots. Die probieren es auch noch einmal. Also jetzt ist so die letzte große Gerade, wo auch noch viel Platz ist, um nach vorne zu kommen. Und die Ineos Grenadiers, wie auch gestern, probieren hier etwa 6-7 Kilometer vor dem Ziel schön langsam einen guten Zug aufzubauen. Und da ist jetzt auch eine Frage natürlich, wer bekommt hier den besten Platz, um das Ganze durchzuziehen? Genau, wir sehen also, dass trotzdem die Teams sich ein bisschen wieder abwechseln. Man sieht oft so eine Welle im Feld, also es ist auch zum Zuschauen immer sehr, ja, also ich bin da selbst immer rutsch an die Stuhlkante nach vorne. Es sind doch immer wieder brenzliche Situationen, wo man dann im Nachhinein froh ist, dass alles gut gegangen ist. Hier nochmal ein paar S-Schikanen. Und es bleibt einfach spannend. Wir sehen, wie hoch das Tempo jetzt mittlerweile einfach ist. Und da geht es eben auch Richtung ein etwa Höttingen hinauf, wo es noch einmal steil wird. Das ist diese letzte Passage, wo man sich gut formieren kann. Da haben keine vier Fahrer nebeneinander Platz. Das ist ein kurzer 800 Meter knackiger Anstieg. Und jetzt in Führung schon im grünen Trikot für die Ineos Grenadiers. Jonathan Narváez-Prado, der probiert es einmal direkt von vorne. Das ist ein mutiger Antritt, den der Herr aus Ecuador da einmal probieren wird. Relativ früh im Rennen vielleicht etwas überraschend, aber der versucht jetzt diese Taktik, sich hier auf diesem kleinen letzten Anstieg, der ist keines 200 Meter mehr lang, abzusetzen. Und das geht momentan auf Pascal Ackermann auf der vierten Position, kann aber noch folgen. Von dem her zerreißt es jetzt gerade hier das Feld von 120 Fahrern, die gemeinsam unterwegs waren. Und jetzt sind die Höhenmeter gleich absolviert, ist das Ganze ein bisschen zusammendezimiert worden. Was wollen die Sprinter-Teams hier machen? Es teilt sich wieder auf. Ich glaube, der Ecuadorianer hat auch realisiert, da fahren die anderen Sprinter noch relativ gut mit und auch Pascal Ackermann.
Ja, wir sehen hier eine weitere Attacke von einem Ineos Grenadier-Fahrer. Also ich glaube, die wollen da einfach das Feld lang machen, dann auch, dass weniger Fahrer zum Zielsprint kommen. Wir sehen, dass Ackermann muss selbst die Lücke schließen nach vorne. Ich glaube, dass das Kim Hajduk ist, der da jetzt auch noch mal richtig drauf attackiert. Wir sind jetzt gleich oben und das tut hinten richtig weh. Kim Hajduk, der 23-jährige Deutsche von den Ineos Grenadiers, wird ja auch noch einmal versuchen mitzuhelfen, dass heute es klappen könnte für die Ineos Grenadiers mit einem Etappensieg. Wird das Ganze jetzt noch einmal zusammenrollen in etwa 5,4 Kilometer vor dem Ziel? Sieht fast danach aus, denn das Interesse von Pascal Ackermann ist ganz klar, der braucht das Finish auf der absoluten Zielgerade. Dem ist das Schnuppe, ob vorne hier die Post abgeht oder nicht. Ansonsten ist er hinten drinnen im Windschatten und das rollt wirklich noch einmal zusammen. Also eine kurze Attacke und dann geht es anscheinend wirklich hier auf die Zielgerade. Man hat gesehen, wie diese Attacke doch, ja, was das für einen Schaden im Feld angerichtet hat. Jetzt kommt auch ein Fahrer vom belgischen Bingol Wallonie-Bruxelles-Team nach vorne, der will da doch durchziehen. Es sind Lücken aufgegangen im Feld. Das kann natürlich für die Gesamtwertung interessant sein. Wenn da jetzt ein Fahrer dabei ist, der sich in den folgenden Tagen doch Chancen in der Gesamtwertung aufrechnet, wenn der heute ein paar Sekunden vor seinen Kontrahenten ins Ziel kommt, dann hat er da auch schon mal einen kleinen Bonus, der vielleicht in der Gesamtwertung dann doch von Belang sein kann. Lange dauert es nicht mehr, bis zur Flamme Rouge, bis zur 1000 Meter Schlussmarke. 3 Stunden und 25 Minuten sind in Kürze absolviert. Hier ist nicht wirklich der Platz, fast zu gefährlich, da noch groß bergab zu attackieren. Das wird eine schwierige Sache werden, auch für alle Teams. 65 km/h in etwa geht es hier noch einmal bergab auf relativ schmalem Terrain. Dann wird einmal der Inn noch überquert und wir sehen hier schon die hunderten Zuseherinnen und Zuseher links und rechts und im Kongress in Innsbruck. Voll freuen sich alle in Kürze auf ein tolles Etappenfinish in dieser zweiten Etappe. Also ich muss sagen, das war jetzt doch eine sehr überraschende Entwicklung. Ich glaube, da geht jetzt wirklich alles auf einen klassischen Massensprint hin, aber dass da jetzt nochmal mit so einer Attacke das Feld doch so minimiert und vor allem zerrissen wird. Also es sind kleine Lücken aufgegangen, die vielleicht Zeitunterschiede machen können. Das kommt dann immer drauf an. Aber das tut jetzt da hinten richtig weh. Also da muss jetzt wirklich gekämpft werden um den Anschluss. 14.12 Uhr ist es. Zu Beginn dieser Etappe relativ schnelles Tempo, dann in der Mitte drin das Hauptfeld hat sich ruhig verhalten und jetzt wird noch einmal ordentlich Gas gegeben. Es war ein bisschen zu erwarten, dieser kleine Gegenanstieg, aber trotzdem mit den Attacken von den besten Sprintern. Damit war direkt so nicht zu rechnen, schon gar nicht vielleicht vom Äquatorianer, der zu diesem Zeitpunkt ja das grüne Trikot inne hatte. Und jetzt geht alles hinaus auf einen Massensprint. 3 Stunden, 26 Minuten sind absolviert. Einmal auf diese andere Seite geht es hier noch, vom Innen links und dann ist das Ziel schon wirklich in greifbarer Nähe. Und kein Sprinterzug ist momentan da vorne wirklich interessiert, eine absolute Arbeit zu leisten. Also Ineos hat da wirklich etwas geschafft, und zwar vor allem das ganze Konzept und wie du sagst, die ganze Organisation vom Team UAE ein bisschen durcheinander zu bringen. Sie formieren sich jetzt da schon wieder, man sieht, sie sind jetzt zu dritt da eingereiht vor dem Pascal, also das sind World Tour Profis, das ist einer täglich Brot, die können auch mit solchen Situationen umgehen, aber das war jetzt schon mal so ein richtiger Warnschuss quasi. Und jetzt geht es gleich hinüber auf die andere Seite. Hinten sehen wir schon das Zentrum von Innsbruck. Die eine den Anton Psennersteig und einmal noch geradeaus. Dann über die Brücke, da gibt es eben mehr oder weniger eine fast 90-Grad-Wende, wo man sich auch noch einmal ein bisschen absetzen kann. Aber das sind alles Punkte, die bekommt man natürlich als Profi und über die Rennleitung bzw. über die sportliche Leitung über den Funk mit. Denn das wird die letzte entscheidende Stelle sein. Genau, wir sehen jetzt da wieder Navarez in seinem grünen Trikot an der linken Seite, der dann nach vorne kommt. Das Team Rinko Fedrarix, die sich da zu zweit nochmal auch voll eingliedern. Und eben, wir sehen jetzt einfach, welche hohe Geschwindigkeiten da jetzt gefahren werden. Und 3 Stunden, 27 Minuten. Das ist dieser Punkt, der erreicht wurde. Auch da ist es bei der Weltmeisterschaft noch einmal hinübergegangen. Und da war damals die Entscheidung mit 4 Fahrern im Straßenrennen. Jetzt sind es um die 60 Fahrer, die in etwa hier noch mit dabei sind auf den letzten Kilometern hier im Rund um den Etappensieg. Kann Pascal Ackermann und das Team von UEA Emirates noch einmal das rote Skoda-Trikot des Gesamtführenden halten? Was bleibt mit dem Sprint-Trikot? Wer holt sich hier die Etappe? Heute, anders als gestern, ist es nicht das Team von Ineos Grenadiers. Heute sind es die UEA Emirates, die den Tross hineinführen. Genau, das ist wirklich ein Sprintrall. Man hat jetzt, glaube ich, auch Pascal Ackermann schreien hören, weil da ist intern ein paar Lücken aufgegangen sind. Aber also das ist jetzt wirklich ein Sprintrall. Sie fahren zu dritt vor ihm aus. Jetzt müssen sie eben nur aufpassen, dass er nicht eingeschlossen wird. Dann sehen an der linken Straßenseite das Team Alpecin der König nach vorne kommen. Er wechselt da auch den Zug, haut sich da ins Hinterrad von Axel Laurenz.
Der Franzose, der das jetzt von vorne anfährt hier, Gianni Vermeer, springt sich da auch schon in Position als Hauptsprinter des heutigen Tages. Tobias Bayer hat es angekündigt, das ist die Marke jetzt, glaube ich, schon für die 1000 Meter Flamme Rouge damit erreicht. Und da geht es in Kürze links weg und das ist das Sprintfinale hier. Auch auf der zweiten Etappe, wie schon gestern, Dornbirn, heute von St. Anton am Adelberg geht es hinein, 300 Meter noch zu absolvieren. Ackermann auf der 2, dahinter ist der Herr im grünen Trikot. Navarro Jonathan, macht er das heute vielleicht? Ackermann, glaube ich, muss schon ein bisschen zurückschalten. Ackermann wird das heute nicht gewinnen. Von vorne das grüne Trikot. Der wird das hier verteidigen können. Jonathan Arakes, Prado aus den Ineos Grenadiers. Etappe jetzt für den Mann in grün. Und der wird das auch halten können bis morgen. Ackermann ist da zurückgefallen, hat nicht mehr mithalten können auf den letzten Metern. Und heute, nachdem es gestern nicht geklappt hat, der Etappenerfolg für Ineos Grenadiers. Etappensieg für den Äquatorianer Jonathan Narváez. St. Anton am Adelberg ist sehr stolz, dass wir da dabei sein dürfen. Die Etappe heute ist richtig lässig. Ich kenne die Strecke richtig gut. I take a win today, it was nice for the team and let's see the next day how it's going. Es ist das erste Mal für mich, ist natürlich ein absolutes Highlight. Bis jetzt ist es eine mega Stimmung, mega Streckenführung, Wetter ist mega, was will man mehr? Großartig, die Bilder, das Wetter hat mitgespielt, der Zieleinlauf war Wahnsinn. Es sind wirklich so wieder diese Rad-WM-Gefühle aufgekommen, also was Schöneres gibt es eigentlich gar nicht. Also top.